Ghislaine Maxwell ist schuldig. Die langjährige Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wird in New York wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, der 60-Jährigen droht aber eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe. Die Jury hat Ghislaine Maxwell einstimmig eines der schlimmsten vorstellbaren Verbrechen schuldig gesprochen, der Ermöglichung und Beteiligung von sexuellem Kindesmissbrauch. Verbrechen, die sie mit ihrem langjährigen Partner und Mitverschwörer Jeffrey Epstein beging. Der Weg zur Gerechtigkeit war viel zu lang, aber heute ist Gerechtigkeit geübt worden. Die Anklage warf der Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell vor, über Jahre systematisch Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem millionenschweren Finanzinvestor dann sexuell missbraucht wurden. Epstein war 2019 nach seiner Festnahme tot in einer New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Während des dreiwöchigen Prozesses sagten mehrere mutmaßliche Epstein-Opfer aus, zwei von ihnen waren nach eigenen Angaben nur 14 Jahre alt, als der sexuelle Missbrauch begann. Maxwell wies alle Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Die Verteidigung argumentiert, Maxwell werde zum Sündenbock gemacht, weil Epstein nach seinem Tod nicht mehr der Prozess gemacht werden könne. Ihre Anwältin will gegen das Urteil in Berufung gehen.